Ambivalenz spielt grundsätzlich in den Arbeiten eine große Rolle. Das ist nicht nur in dem Titel, es hat irgendwas zu tun, dass das, was nicht eindeutig wird, das, was mehrdeutig zumindest ist, oder dass man zum Nachdenken angeregt ist, was ist das eigentlich? Es ist wie vieles, ist es ein ambivalenter Titel. Auf der einen Seite ist es eine geografische Bezeichnung. Es gibt in Österreich, in Oberösterreich gibt es ein Gebiet, das heißt Hausruckviertel. Das ist, Hausruck ist ein kleiner, unbedeutender Gebirgsstock, also es ist ein niedriges Gebirge. Und um diesen Gebirgsstock waren also eigentlich waren wir irgendwie aufgewachsen. Und das andere ist eben, wie Sie sagen, ja, aus der Tendenz heraus, Häuser wegzurücken. Nicht jetzt vorwärts zu bringen, sondern wegzurücken, damit Platz ist für was anderes. Ich hatte schon erste Arbeiten mit einem oder mit dem anderen Partner vor Hausrucker schon gemacht, die dann auch später in die Hausrucker-Geschichte eingegangen, was ich. Das war auch eine eher architektonische, städtische Sache. Dessen Pneumakosen war auch eine, wie Sie sagen, immer wiederkehrende Kugelform, in der jetzt nicht zwei Leute sitzen, sondern eine ganze Familie drinnen wohnt. Also ich hatte ja damals schon relativ viel Kontakte, bis ich dann endlich aus Österreich nach Düsseldorf bzw. nach Köln gekommen bin, zu Hausrucker. Also es gab diese Kontakte und auch schon einige Arbeiten davor, die ich mit denen gemacht habe. Wie entstehen diese großen, was haben diese großen Bilder eigentlich zu tun mit unseren früheren Arbeiten? Der erste Schritt ist eigentlich schon noch zu Hausrucker-Zeiten passiert. Dort hat eigentlich diese Story mit den großen Bildern begonnen. Ein großes Objekt zu bauen, machen wir große Wandzeichnungen, die aber Architektur darstellen. Und zwar waren das dann diese Halbräume und das waren Zeichnungen mit 6-7 Meter Länge und 3 Meter Höhe, 2 Bilder, die sich sozusagen gegenübergestanden sind und wo du dann als Besucher selber auf einmal wie in einem Raum warst, der neu, aber gezeichnet war, oder als 2 Bilder. Und so hat sich das irgendwie fortentwickelt. Ein wesentlicher Schlüssel war plötzlich eine Ausstellung in auch noch Hausrucker in einem alten Medici-Palazzo, der ein bisschen runtergekommen war damals, in Pratolino, in der Nähe von Florenz. Eine Art von Stadtpanorama. Stadtpanorama, wo man eigentlich die Stadt zusammensetzt aus Gebäuden, die man selber entworfen, gebaut oder nicht gebaut und gezeichnet hat, ergibt sich plötzlich eine Stadt. Und das betrifft die alten Sachen genauso, die merkwürdigen, wie Sie wahrscheinlich sagen würden, die Hausrucker-Sachen, die utopischen Sachen. Wie schauen die auf einmal plötzlich aus in unserer heutigen Stadt? Es sind erste Ansätze, Sie sehen, das ist ja nur, das sind so übereinander geklebte Dinger, das sind erste Ansätze, wo man sagt, naja, es gibt zunächst mal 3 Bilder, die wir ein Triptychon sehen, in der Mitte vielleicht, beginnend bei einem fiktiven Platz mit dem Museumsquartier, mit einem Leseturm, den wir bauen wollen, und ringsherum und auch im Vordergrund sind Gebäude, Objekte, die man entweder tatsächlich gebaut hat oder gezeichnet hat, früher, heute, sind es Gebäude, viele Gebäude, die wir jetzt gebaut haben, die natürlich plötzlich ganz wichtig sind. Da kommt auf einmal raus, wie wesentlich diese harmlos wirkenden oder selbstverständlich wirkenden Gebäude sind. Ohne die geht es gar nicht.
Ohne die würde die ganze Szenerie nicht funktionieren, ohne diese scheinbare Alltäglichkeit. Die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch heißt die. Ernst Busch, das war ursprünglich eine frühere, glaube ich, DDR-Hochschule und ist eigentlich die Schauspielschule schlechthin, die es gibt. Also kommen die ganzen deutschen guten Fernsehschauspieler oder Schauspieler kommen da, ich vergessen, wer da alle drin war. Aber eigentlich die Idee war die, mitten in diesem Viertel, so ein bisschen versteckt, in so einem Hinterhof steht so ein großes Werkstattgebäude aus den, gerade noch vor dem Krieg, glaube ich, aus den 30er Jahren. Und dieses Werkstattgebäude musste umgebaut und erweitert werden. Ich finde natürlich in einer Stadt wie Berlin und in so einem Hinterhof, ne, man muss sich das vorstellen, da sind Wohngebäude mit scheußlichen Balkons, da steht ein riesen Bürogebäude, da vorne steht ein Wohngebäude und dann ist da drinnen plötzlich so versteckt diese haushohe Holzkiste. Und auch dort, das ist irgendwie etwas, was aus dem Thema rauskommt, also aus dieser Schauspielerei rauskommt. Und ich meine, dazu passt da, finde ich, diese Holzkiste, diese riesige.